Servus Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind gerade auf dem Weg nach Karlsruhe und zwar zu Goldschmiede Chifchi. Das ist mein Partner für die Brillen mit Diamanten zu besetzen. Wir gehen da jetzt gerade eine Kundenbrille abholen und auch noch was ganz Spezielles, was ich euch jetzt noch nicht verrate. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Sachen aussehen werden. Und ansonsten seid gespannt auf das Video. Wenn ihr Interesse habt an der Cartier-Brille, die besetzt wird mit Diamanten, schreibt mir gerne auch hier in die Kommentare unter das Video. Und dann kann ich euch dazu mal ein Angebot schicken. Und ja, seid gespannt. Ich melde mich später nochmal. So, wir sind jetzt bei Serhat hier bei Goldschmiede Chifchi. Ich hole einmal den Nasensteg ab, haben wir für einen Kunden mit WWS-Steinen besetzt. Ich bin sehr, sehr gespannt und er wird mir auch danach nochmal genau zeigen, wie das Ganze abläuft, wie es gemacht wird, mit was gebohrt wird und so weiter. Bin echt gespannt, vor allem wie der Steg geworden ist. Ich habe zwar schon Bilder gesehen, aber ich hatte ihn noch nicht live in der Hand. Ja, dann packen wir es doch aus, oder? Genau, leg los. So, da habe ich dir drauf geschrieben, fotografiert. Wie viele Steine letztendlich da drin sind, wie viel Karat, wie viel Brillanten und so weiter, was für eine Qualität die Steine haben, damit der Kunde einfach was hat für sich. Ja. Hier ist das Stück in live. So, also hier haben wir jetzt im Prinzip den Nasensteg einmal komplett besetzt und die dazugehörigen Schrauben. Ich hatte die Brille schon mal in der Story gezeigt, das ist eine randlose Cartier-Brille. Die Bügel bleiben original so wie sie sind in dem Gold und wir haben da auch Einzelanfertigung Gläser reingemacht mit einem Blauverlauf. Ich hole das jetzt mit zu uns in die Werkstatt, da wird die Brille nochmal neu zusammengebaut. Dann geht es zum Endkunden. Ich bin sehr, sehr gespannt, was er davon halten wird. Bilder hat er schon gesehen und ich denke, er ist sehr, sehr happy damit. Man kann ja vielleicht auch mich als Beispiel nehmen. Ich habe ihn natürlich auch bei Serhat die Brille zusammengestellt. Hier mit auch WWS-Steinen haben wir gemacht. Auch wunderschön. Auch Cartier? Richtig, alles auf. Auch Nasensteg? Genau. Auch sehr geiles Teil. Bei dem haben wir komplett Paket gemacht. Ja, komplett Paket, genau. Der große Unterschied war tatsächlich dann, also das ist Weißgold so gesehen farblich. Und bei dem war es hier so gesehen vergoldet, also es ist hier goldfarben. Und die Schwierigkeit, sage ich mal, bei gelb-goldenen Geschichten ist halt, man darf es, also man sollte es nicht später wieder vergolden, weil an der Brille sind ja noch die anderen Teile im Glas. Und dann Farb sieht man den Unterschied. Genau. Ja, okay. Das bedeutet, beim Fassen darf man da nicht irgendwie abrutschen, weil dann muss man feilen, berühren und was passiert? Die Goldschicht geht dann ab und drunter kommt ein bisschen so ein Schimmer, ein bisschen blasser raus. Okay. Ne? Und theoretisch gesehen sollte man das vergolden, aber das würde ich jetzt nicht empfehlen, weil die anderen Teile ja auch andere Farbe hätten. Ja. Aber das hat sehr gut geklappt und das ist halt auch die Schwierigkeit, so bei gelb-goldenen Geschichten. Perfekt. Ich weiß nicht, ob die Kamera das richtig einfangen kann. Die Steine werden im Prinzip zur Mitte hin immer kleiner, dass das so den Verlauf auch des Stegs mitnimmt. Und auf den Schrauben hier seitlich, links und rechts, sind 4 einzelne Steine dann nochmal drauf. Genau, also ein Brillant hat 0,7 mm Durchmesser. Okay. Also es gibt sogar welche 0,6 mm, die haben trotzdem einen Vollschliff. Okay. Also Vollschliff bedeutet wirklich tatsächlich die 57 Facetten, die ein Brillant hat. Hier zum Beispiel. Das ist ein Brillantschliff. Das ist jetzt Glas, leider, ja. Theoretisch ist jeder Brillant so geschliffen mit diesen Facetten. Krass. Und ein 0,6 mm Wahnsinn. Großer Brillant mit so vielen Facetten. Wahnsinn. Sonst funkelt er halt aber auch nicht so, ne? Krass. Ja. Ja, funkelt schon gut. Wäre das was für mich hier? Ja, mit Steine mit Gold sieht schon sehr sexy aus. Ja. Wenn ich habe meine Brille, meine war ja so weiß-gold, ne? Also quasi Silber. Ja. Aber wenn ich das jetzt mit Gold sehe, sieht schon sehr wild aus. Sehr, sehr schön. Oder? Ja. Dürft ihr auch natürlich mal in die Comments mal reinballern, was ihr schöner findet. Eher so mit Silber und Steine oder eher so Gold mit Steine? Boah, jetzt hätte ich aber auch Bock, aber du hast noch eine Brille für mich. Ich habe noch andere Sachen dabei, zeige ich euch gleich. Und zwar habe ich noch 3 richtig geile Vintage-Modelle von Cartier dabei.
Da werden wir auch eins davon noch mit Steinen besetzen lassen und zeige ich euch gleich. So, Joy, Bro. Was hast du dabei? Du hast ein paar neue Sonnenbrillen dabei. Genau. Ich hab mich ja für eine entschieden. Jetzt vorerst kannst du mich vielleicht mal zeigen. Ja, kann man schon zeigen. Also ich habe einmal Vintage-Sachen dabei und ich habe neue Kollektionen dabei. Mhm. Das sind erstmal die Vintage von Cartier, Giverny, Bagatelle und Sully. Was ist der Unterschied? Das ist Giverny, das ist die, wo Quavo hat von Migos? Genau. Genau. Im Prinzip ist jetzt hier so genau die Größen aufgebaut. Die kleinste, die mittlere und die ganz große. Alle mit dem Precious Wood. Die Bagatelle ist die, wo Flair hat, ne? Genau, ist genau die gleiche. Ist 1:1, er hat ein anderes Glas, oder wie ist bei ihm? Ja, genau, er hat ein Verlaufglas drin. Ansonsten selbe Brille, selbe Größe. Auch hier mit dem Holzbügel. Und die Sully ist eine als Korrektionsbrille, also mit hellen Gläsern. Ebenfalls mit dem Holzbügel. Man muss auch sagen, die Sully ist halt eher so ein richtig kleines Ding, ne? Genau. So Mittel und das dann eher für so, genau, für so ganz große Köpfe. Für Dickschädel. Ja. So, ich bin mehr so der Mitteldickschädel. Und die sind jetzt wirklich alle 1A-Zustand, sind alle noch ungestempelt, alle Papiere dabei. Mhm. Wirklich Top-Zustand. Aber ist das die Vintage-Sachen? Lass uns mal damit das Thema beenden. Zum Vergleich, jetzt habe ich hier mal die ganz neue Kollektion von Cartier dabei. Einmal, das ist zum Beispiel auch eine Brille, die Shindy hat. Mhm. So eine klassische runde Brille, Bicolor. Setz du mal vielleicht auf. Vorne Gold und dann silbernen Bügel. Sehr fresh, okay. Oder was kosten die jetzt ungefähr, die neuen Modelle von Cartier zum Allgemeinen? Die liegen so zwischen 750 bis 950. Okay, eigentlich, wenn man überlegt, so im Vergleich zu den Vintage-Sachen, gehen die ja. Das ist dann ähnlicher Style von der Machart. Selbe Bügelsystem auch, aber komplett in Silber. Mhm. Nur dann die eckige Form. Das ist ein anderer Style. Geile Glasfarbe auch hier drin. Mhm. Zeig mal uns die andere neue von Cartier. Und dann, das ist eigentlich ein Modell von 1983. Aber ganz wild. Ganz neu nochmal aufgelegt jetzt. Tiefgelegt. Und das ist jetzt eigentlich nochmal so eine Brille, die man eher so nach vorne setzt. Ey, also, bei mir so witzig, ihm steht einfach jede Brille. Ja. Hier ist halt geile Glastönung. Gibt es insgesamt 12 verschiedenen Farben, die hier. Okay. Also Gold, Silber und dann immer verschiedene Glastöne. Du hast jetzt gerade gemeint, die wurde nachgemacht von einem alten Vintage. Wie sahen die Vintage aus? Oder also das ist 1:1 dieselbe Form, selbe Machart, selber Bügel, alles das gleiche. Mhm. Wie damals, der einzige Unterschied, die Vintage kann man hier in der Mitte zusammenfalten und den Bügel kann man hier nochmal zusammenfalten. Das heißt, die Brille war nachher dann nur noch so groß wie ein Glas. Okay. Ja. Was hast du sonst noch dabei? Und dann als letztes aus der Serie nochmal eine neue Santos, also mit den Santos-Schrauben, wie es das auf dem Armband gibt. Was viele wissen müssen, ich habe es auch nicht gewusst, habe Joel vorher gefragt, ihr kennt ja die Cartier Uhr Santos und jetzt hat er vorher gesagt, das ist die neue Cartier Brille Santos. Da habe ich gefragt, hä, wieso heißt die genau wie die Uhr? Und er hat gemeint, hat was mit den Schrauben zu tun. Also genau, so wie die alle CD Core herrschen, wo das C hier drauf ist, ja, herrschen die alle Santos. Also überall, wo Schrauben drauf sind, ist Santos Reihe bei Cartier. Aber das ist natürlich alles ein bisschen höhere Preisklasse. Was ist das so mal, was blüht genau da? Ich sehe jetzt gerade schon die Daily Paper, ist es das? Genau, die, oder? Letzte Exemplar von der. Haben nur noch eine schwarze und eine braune. Was kostet die? Die letzten liegen bei 149. Okay, und natürlich, Jungs, abchecken, Rabattcode, alles verlinkt. Check natürlich den Store ab für Brillen und Serhat könnt ihr auch abchecken. Wir sind gerade in seinem Laden in Karlsruhe, grüßt ihr ganz raus. Wir werden unten natürlich auch alles verlinken. Und zeig mir noch die anderen Brillen. Habe ich noch ein ganz neues Label dabei, Bottega Veneta. Ist den ein oder anderen vielleicht ein Begriff. Die sind halt eigentlich spezialisiert auf Lederwaren, Handtaschen für Frauen. Oder damals auch die Chelsea Boots vor 2 Jahren. Genau, waren extrem gehypt. Sind jetzt, die Brillen sind gerade extrem im Kommen. Vor allem, ich habe jetzt hier nur die ganzen Honigfarbtöne dabei. Das ist aktuelle Kampagnenmodell für Frauen. So ein bisschen Oversize. Aber man kann ja mittlerweile nicht sagen für Frauen, Männer können ja auch Frauenbrillen tragen. Das schon, wobei die schon sehr weiblich ist, finde ich so, weil die hier oben nochmal so ein bisschen rausgeht. Also für Männer sind dann schon eher die bisschen schmalere Form hier. Es hat richtig geile Glastönung drin, coole Rahmenfarbe oder die Pilot. Und als drittes, wie gesagt, ist es dann die. Gibt es alle auch noch in den klassischen Farben, so in Schwarz, aber ich finde gerade die Styles sind für den Sommer was, halt. Was kostet da so eine richtig Botanik? Geil, die liegen so zwischen 2,65 bis 3,15 maximal. Okay. Ne? Auch so ein paar Golddetails noch an der Seite hier dran. Welche? Das ist im Prinzip das neue Bottega-Logo jetzt. Okay. Die zwei goldenen. Two Stripes, genau. Was ich gerade vorgesehen habe, bisher hat die vorhin gehabt, ein ganz wildes Modell von Casal. Genau, das sind im Prinzip also beides Legends, also die gibt es auch dann schon seit Ewigkeiten. Ganz wild.
Genau, das ist im Prinzip eine ganz kreisrunde Brille mit Doppelsteg. Gibt es in der Machart eigentlich nur von Gazal. Also das ist schon super speziell, so richtig Künstler. Boah, das ist speziell, Bro. Ja? Das ist richtig speziell. Ja? Oder die hier 664, die ist von 1982 und die kam jetzt letztes Jahr nochmal neu raus. Also neu aufgelegt, aber die Form 1:1 alles übernommen. Ach hier, was da so, wie das ganz früher war, Nasensteg so komplett durchgehend, nennt man Sattelsteg, der so komplett aufliegt. Mhm. Normalerweise bei neueren Brillen sind das zwei einzelne Pads und hier ist das so ein durchgehender Steg. Ja, so ein bisschen Run-DMC-Style. Was würdest du jetzt sagen für den Sommer? Ich war ja schon mal bei dir, wir haben ein paar Brillen empfohlen. Was sagst du, jetzt, was sollte man sich jetzt noch holen auf jeden Fall? Was so von also, denn, was so, weil was, die Jacques Marie Marsh, die ist jetzt komplett, Justin genau, hat die komplett genau, weg. Genau, da gibt es nichts mehr. Ja. Was ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen kann, sind die Styles, finde ich, die ganz schmalen. Finde ich schon richtig, richtig geil. Oder auch die randlosen Brillen von Cartier, die sind alle mit hellen Gläsern. Die müsste man dann alle in Custom Made mit dunklen Sonnenbrillengläsern machen. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall ein Trend dieses Jahr noch und nächstes Jahr erst recht. I'm at A1 zone.